bisher waren in diesem Raum wunderschöne Vorträge. Und wir wollen uns auch von den Übersetzern willkommen heißen. Und wir, der Vortragende hat gerade seinen Bachelor fertig gemacht hat mit über die Sicherheit für WPA, TLS und RC4 gemacht, und er macht jetzt seinen Postdoc und schaut sich dort insbesondere die kabellose Sicherheit an. Und der Vortrag ist jetzt, wie man WPA 2802.11 Gruppenschlüssel vermuten kann. Ein großer Runde Applaus. Okay, danke für die schöne Einführung. Ja, ich bin wirklich naiv und ich möchte zeigen, wie man Gruppenschlüssel errät und missbraucht. Oder in diesem Fall 802.11 Gruppenschlüssel. So, eine kleine Grundlage zu WLAN-Sicherheit. Was ist die Grundlage für WLAN-Sicherheit, bevor ich diese Forschung betrieben habe? WLAN-Sicherheit war früh angeschaut. Es gab viele Ergebnisse. Zum Beispiel wissen wir, dass die allererste Sicherheitsalgorithmus Wireless Äquivalenz Privatsphäre, auch bekannt als Web, sehr viele Probleme hatte. Wahrscheinlich kennt ihr das, wisst ihr das alle, dass man ein WEP-Netzwerk innerhalb von wenigen Minuten knacken kann. Und wenn sie den neuesten Werkzeuge von AirCrackNG runterladen, dann ausreichend Traffic auf dem Netzwerk ist, können sie den zweiten Schlüssel innerhalb von wenigen Minuten herausfinden. Manchmal, wenn sie Glück haben, sogar Sekunden. Der erste Angriff, Versuch von 802 Gruppe ein Sicherheitsprotokoll zu machen, hat nicht so gut funktioniert. Wir haben auch andere Angriffe gegen den kabellose Netzwerke, insbesondere gegen WPA2. Ein Beispiel hierfür, das vor kurzem herauskam, ist, dass einige Verkäufer und der Internet Service Provider, wenn sie ihre Router verteilen, einen initialen Passwort drauf speichern. Und anscheinend sind sie relativ gut zu raten. Insbesondere dieses Standardpasswort, welches sie hier irgendwo auf der Rückseite ihres Routers oder auf der Karte, die sie damit bekommen haben, wurde von der MAC-Adresse abgeleitet, sodass, wenn sie an diese Netzwerke eingreifen wollen, müssen sie einfach das Netzwerk sniffen, die MAC-Adresse herausfinden, und davon können sie den Schlüssel des Netzwerkes herausfinden. Außerdem haben sie Dictionary, also Wörterbücherangriffe. Das sind alles bekannte Angriffe, und wie das funktioniert, ist, dass man einen Client dazu bringen kann, sich die Verbindung abzubrechen. Wenn es sich wieder verbindet, macht es einen neuen Handshake mit dem Zugangsknoten, um die neuen Session-Schlüssel auszutauschen. Und das Problem von diesem Key ist, dass man die vier Nachrichten speichern kann, die dort gesendet werden. Und dann kann man offline daran raten, welches Passwort dort verwendet wird. Und wenn das Handshake besser designt wäre, dann wären solche Angriffe nicht möglich. Und leider war der Angriff auf diese Art und Weise designt, und das kann dann offline ausprobiert werden. Also diese Angriffe sind leider möglich. Vor ein paar Jahren war auch ein Angriff, der gezeigt hat, dass ein bisschen soziales Engineering sogar WPI2 Enterprise-Netzwerke angreifbar sind. Da muss man einen Benutzername und ein Passwort angreifen, also zum Beispiel Edoroam oder Firmennetzwerke, oder hier auch beim CCC-Netzwerk, dann sind auch diese Enterprise-Netzwerke. Und die Idee dahinter, ich werde jetzt ja nicht detailliert anschauen. Eins der Methoden, die sie benutzen, man sendet ein Netzwerk mit demselben SSID-Name und macht da ein Leerzeichen dahinter. Und wenn man jetzt die Netzwerknamen in dem Betriebssystem sich anschaut, dann sieht man nicht, dass das Netzwerk Edoroam Leerzeichen ist. Also anscheinend ist ein komplett neues Netzwerk, und wenn man mit einem komplett neuen Netzwerk sich verbindet, dann fragt das Betriebssystem,
dann ist das okay für das Betriebssystem. Normalerweise sagt man, hey, normalerweise Eduroam, jetzt benutzen sie auf einmal ein anderes Zertifikat, ist ein Problem. Aber weil da ein Leerzeichen danach ist, nach dem SSID, dann wird das Betriebssystem denken, oh, das ist ein neues Betriebssystem, alles in Ordnung. Okay, ich werde jetzt nicht in die Details darüber gehen, ich sage es einfach nur, dass es das gibt. Vor kurzem waren auch ein paar theoretischere Angriffe gegen WPA-TKIP. Das ähnliche Angriffe auf WEP, nur dass WPA deutlich schwieriger anzugreifen sind. Obwohl es andere Angriffsmöglichkeiten gibt. Also einfach nicht benutzen diese TKIP-Erweiterung. Also es gibt Möglichkeiten, da irgendwelche Session-Schlüssel heranzubekommen. Obwohl die nur schwer anzuwenden sind. Wenn man alle diese vorherigen Arbeiten sich über die Sicherheit, über Netzwerke anschaut, sieht man, dass es dort um die Sicherheit der vorhergeteilten Schlüssel oder den ausgehandelten Session-Schlüsseln. Das hat sehr viel Forschung in dem Bereich gegeben. Sowohl und auch Hacker haben sich das angeschaut. Aber die Schlüssel für die Broadcast-Traffic, diese Gruppenschlüssel, die werden nicht größtenteils nicht genau angeschaut. Ein bisschen komisches mit den Folien. So, aus irgendeinem Grund fehlt eine Folie. Also, diese Gruppenschlüssel werden benutzt, um Broadcast, also und Multicast-Nachrichten zu verschlüsseln. Das ist nicht Zusammenarbeit mit den Session-Keys. Man hat einen Access-Point, der hat einen Gruppenschlüssel und einen Session-Key für jeden Schlüssel, der mit dem Netzwerk verbunden ist. Und was wir merken, ist, dass die Sicherheit von diesen vermuteten Session-Key ist gut, aber die Sicherheit von diesem Gruppenschlüssel ist nicht hat sich noch niemand wirklich angeschaut. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mir angeschaut, wie diese Gruppenschlüssel erstellt werden während der gesamten Lebenszeit. Okay, was meine ich jetzt mit der Lebenszeit eines Gruppenschlüssels? Wir haben einen Zugangspunkt, einen Access Point. Wenn Sie Ihren Access Point starten, wenn Sie Ihren Router starten, dann erstellt er zuallererst einen zufälligen neuen Gruppenschlüssel. Und hier merken wir, dass der Zufallszeilengenerator, der Random Number, der dort benutzt wird, um diesen Gruppenschlüssel zu erstellen, Probleme hat. Der Standard empfiehlt einen schlechten Zufallszahlengenerator in der Standardimplementation und in einige Implementoren benutzen auch einen Zufallszahlengenerator, der ratbar ist. Und das ist der erste Angriff, also das ist der erste Punkt in diesem Lebenszyklus eines Gruppenschlüssels. Das zweite Punkt ist, wenn ein Client mit dem Netzwerk sich verbindet, dann wird ein Vier-Wege-Handshake erstellt wird. Dann werden die Session-Schlüssel erstellt, oder Pairwise-Schlüssel, und während dieses Handshakes wird dieser Gruppenschlüssel auch zum Client übertragen, weil der natürlich den Gruppenschlüssel braucht, um die Broadcast- und Multicast-Sendungen zu empfangen. Und was wir jetzt hier gefunden haben, ist, dass wir diesen Handshake manipulieren können als Angreifer, als Man-in-the-Middle-Angreifer. Dann können wir eine RC4-Benutzung erfordern, sodass dann der Schlüssel mit RC4 verschlüsselt wird, und RC4 ist eine unsichere Verschlüsselungsmethode und man sollte es nicht benutzen. Und okay, aktuell ist es nur theoretisch, aber wir können RC4 in diesem Situation angreifen. Einer der interessanteren Punkte ist, dass wenn wir als Angreifer diesen Gruppenschlüssel haben, ja, was können wir dann mit diesem Gruppenschlüssel tun? Wenn wir diesen Schlüssel kennen, können wir Broadcast- und Multicast-Pakete empfangen und einfügen. Aber können wir vielleicht sogar mehr machen? Und ich werde zeigen, dass man ein paar cleveren Tricks Unicast-IP-Traffic hinzufügen, also zusätzlich senden. Und wir werden auch zeigen, wie man fast allen Internetverkehr über dieses Netzwerk entschlüsseln kann. Und der letzte Teil dieser Präsentation ist, wie man das besser machen könnte, wie man Zufallszahlen besser generieren kann, wenn man entweder ein Gerät hat. Der Hauptteil der Präsentation sind diese ersten drei Schritte.
Und dann kann man das ausnutzen, um den Verkehr zu entschlüsseln. Bevor ich jetzt zum Hauptteil meiner Präsentation komme, gebe ich noch einmal etwas Hintergrund, wie denn diese Gruppenschlüssel benutzt werden. Nehmen wir also mal an, wir sind in folgender Situation. Wir haben hier einen Access Point, der hat den Group Key vom Netzwerk, er hat zwei Sitzungsschlüssel von den verbundenen Clients. Nehmen wir an, in dieser Situation will der Client A einen Broadcast über das ganze Netzwerk schicken. Wenn jetzt der Client A diesen Broadcast-Frame selbst schicken würde, dann gäbe es ein Problem. In manchen Situationen sind Clients gegenseitig nicht erreichbar. Also der Client B würde in diesem Fall nicht den Broadcast nicht erhalten, weil was dazwischen ist. Das Protokoll umgeht das folgendermaßen. So ein Broadcast-Frame wird also zuerst an einen Access Point geschickt. Und der Access Point ist zunächst einmal der direkte Empfänger, aber der endgültige Empfänger ist die Broadcast-Adresse. Und der Access Point verschlüsselt das mit dem Gruppenkey und verwendet den Session Key, um das zu verschlüsseln und den Gruppenkey, um das zu entschlüsseln. Denn die endgültige Adresse ist ja der Client, ist ja die Broadcast-Adresse. Alle Clients sind natürlich in Reichweite, in der Reichweite des Access Points. Wenn nun also der Access Point den Broadcast-Frame weiter schickt, dann wird der Gruppenschlüssel verwendet, um den Frame zu verschlüsseln. Das Wichtige dabei ist, dass nur der Access Point wirkliche Group Frames schickt, denn der Client gibt zunächst einmal an den einen Access Point, bevor es von dort weitergeleitet wird. Das war die kurze Einführung. Nun geht es also um die Vorhersage von RNG und die Entschlüsselung des Verkehrs. Also wie würden wir random den Zufallszahlengenerator brechen? Der Wi-Fi-Standard gibt so ein paar Methoden vor, um den Gruppenschlüssel zu erzeugen. Ja, also eine Methode wird empfohlen. Es gibt eine spezielle Methode, um diese Gruppenschlüssel zu erzeugen. Die Krypto-Leute nennen das eine Schlüsselhierarchie, die hier verwendet wird. Es ist ziemlich straight, einfach. Wenn der Access Point startet, dann wird er einen öffentlichen Wert erzeugen. Muss nicht unbedingt bei Null anfangen. Also dieser Counter, der fängt irgendwo an. Und jeder außen darf diesen Counter auslesen. Zweitens wird ein privater Master-Schlüssel erzeugt. Der muss dann geheim bleiben, weil sonst sind alle Sicherheitsschlüssel entschlüsselbar. Nachdem das also geschehen ist, kann man jetzt einen Hash nehmen von beiden und der Output des Hashes ist jetzt der momentane Group Key. Der heißt auch temporäre Gruppenschlüssel, deswegen, weil er einfach jede Stunde, alle 10 Minuten oder auch jeden Tag erneuert werden kann. Der Vorteil dieser Konstruktion ist es, dass man sehr einfach einen Gruppenschlüssel erzeugen kann. Einen neuen kann man erzeugen, indem man den Counter M1 erhöht, den neuen Hash berechnet und dann hat man einen neuen Gruppenschlüssel. Das schaut einem schönen und simplen Design aus. Neue Gruppenschlüssel ist einfach Counter erhöhen und dann neuen Hash berechnen. Dummerweise ist dieses Design ziemlich schlecht. Warum? Das liegt daran, dass diese zwei Werte nur dann wirklich zufällig sind, zum Zeitpunkt des Startens vom System. Wenn ein Angreifer irgendwie diesen Schlüssel erfährt, dann kann er alle zukünftigen Keys erfahren. Außerdem, wenn wir wissen, dass der Random Number schlecht ist, dann können wir alle zukünftigen Schlüssel auch erfahren. Das ist ein schlechtes Design. Das sollte vermieden sein. Dummerweise ist das eben offiziell spezifiziert im Standard. Und es wird tatsächlich empfohlen, eben diese Prozedur zu verwenden.
Jetzt wissen wir also, dass wir, nehmen wir mal an, dass wir diese beiden Werte, wenn wir die vorhersagen können, können wir auch den Gruppenschlüssel vorhersagen. Wie werden also diese Zufallszahlen generiert? Ja, hier gibt es wieder eine Antwort im Standard vom Wi-Fi-Standard. Der Vorschlag für einen Random Number Generator, für einen Zufallszahlengenerator ist es, wenn man sich das anguckt, dann klingt das eigentlich recht vielversprechend. Der Beispielgenerator, so heißt es, erzeugt kryptografische Zufälligkeit. Und hier ein Zitat. Eine Station muss in der Lage sein, kryptografische Zufallszahlen zu erzeugen. Siehe Appendix M5. Da steht dann, wie das geht. Klingt super. Aber nur so lange, bis man dann wirklich in den Appendix geht und dann da reinguckt und da steht, Moment mal, also wir zeigen euch hier bloß so ein Beispiels-Zufallszahlengenerator und du solltest besser deinen eigenen Generator implementieren. Das ist natürlich irgendwie ist ein bisschen komisch, weil der Standard sagt, der Appendix ist total sicher, aber wenn du deinen Appendix anliest, dann sagt er nur, das ist hier bloß ein Beispielcode und ist vielleicht gar nicht so sicher, wie du dir das vorstellst. Also das ist Inkonsistenz, ein Inkonsistent im Standard. Und dann gehen wir jetzt mal nochmal zurück hier in den Appendix. Da steht also, dass man wahrscheinlich kombinieren sollte diese Empfehlung mit anderen Empfehlungen, und dann kann man das verbessern. Und es ist sehr komisch, solche Sprache in einem Standard zu sehen. Also wir haben jetzt eine nicht klare Beschreibung. Hier steht, es sollte sicher sein, und hier unten steht, ist es nicht wirklich sicher. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie sicher ist dieser Zufallszahlengenerator wirklich? Und zweitens, wie viele Plattformen implementieren diesen? Lass uns jetzt mal anschauen, wie genau der Zufallszahlengenerator implementiert ist. Und hier sehen wir, dass der Standard eine Funktion definiert, das ist der Zufallszahlengenerator und zuallererst ist eine Selbstfunktion, jetzt werde ich gleich darüber rückkommen, warum es eine schlechte Idee ist, und er hat eine sehr vage Beschreibung. Selbst wenn es nur eine Beispiellösung ist, um Leute dabei zu helfen, loszulegen. Wenn man den Code anschaut, ist dort eine Hauptschleife und die sagt, mach das, bis es ausreichend zufällig ist. Sie spezifizieren nicht, was das bedeutet. Das ist sehr komisch für einen Standard. Auch so ein bisschen komisch ist das am Ende der Schleife. In manchen Teilen des Loops, wenn die Zeit nicht verfügbar ist, sag einfach null. Dies Zeile könnte nicht so schlecht sein, wenn Sie dort sagen, wenn Sie die Zeit zu null schreiben, sollten Sie vielleicht mehr Iterationen des Hauptschleife machen. Aber wenn es nicht möglich ist, dann einfach überspringen. Also, wie ich schon gesagt habe, der Standard ist so ein bisschen schwer zu verstehen, weil sie sagen, das ist eine Beispielimplementation, aber in den anderen Teilen sagen sie, es sollte gut sein. Aber selbst wenn sie nur meinten, dass das ein Beispiel für die Verkäufer ist, ist diese Beschreibung einfach nur zu ungenau. Um nochmal zu diesem zurückzukommen, dieser Zufallszahlengenerator läuft nur, wenn es notwendig ist. Und nur während diese Funktion läuft, wird Zufall gesammelt. Und das ist auch wieder ein komisches Design. Wenn man einen guten Zufallszahlengenerator hat, zum Beispiel den in OpenBSD oder der in Linux oder der in irgendeinem normalen Design, ist die Entropie die ganze Zeit, wird die ganze Zeit Zufall gesammelt. Zum Beispiel Interrupt Timing oder Paket Timing oder Veränderungen von Uhren. Und diese gesamte Sammlung Zufalls wird in einem Entropy-Pool gesammelt und wenn dann eine Zufallszahl benutzt wird, wird aus diesem Entropy-Pool eine Zahl herausgesucht, zum Beispiel durch einen Hash-Wert. Also, dass diese nur auf Befehl durchgeführt wird, ist ein schlechtes Design. Und wenn wir uns jetzt durch die wirklichen Events anschaut, wo Zufall herausgesucht wird, ist es hauptsächlich der Timestamp, wo Frames ankommen und die Zeitunterschiede.
Lass uns diese Designs mal ein bisschen näher anschauen. Die Frames, Ankunftszeiten, zum Beispiel bei einem Ethernet-Cable, und wenn dort viel Traffic drüber geht, kann man diese Zahl nur durch Ethernet-Traffic herausfinden. Aber es gibt keine Garantie, dass ausreichend Traffic vorhanden ist. Und der Standard hat das mitgekommen und hat darüber geredet. Vielleicht sind nicht so viel Traffic. Und was sie gesagt haben, wenn nicht ausreichend Traffic ist, dann wartet, bis ein Client versucht wird, sich zu verbinden. Dann macht ein paar Mal ein Handshake, bis man ausreichend Frames oder Pakete bekommen hat. Also das ist zuallererst sehr langsam, und zweitens, ein weiteres Problem ist, wenn man ein Client ist und man versucht, sich die ganze Zeit mit einem Netzwerk zu verbinden und es fehlt einfach ein paar Male, dann wird das Gerät einfach sagen, hey, dieser Access Point ist kaputt, und es wird einfach nicht mehr funktionieren. Die Idee, dass sie diese Idee haben, ist in meiner Meinung nach absurd. Der zweite Quelle ist die Zeit-Jitter. Also wenn Sie eine Clock implementiert haben, dann ist es immer eine kleine Abweichung, die man nicht erwarten kann als Angreifer. Aber das Problem ist, dass Sie nicht spezifizieren, welche Mindestresolution diese Uhr haben muss. Das heißt, ein Verkäufer könnte einfach eine sehr kleine Resolution halten, nur sehr wenig Entropie sammelt. Also nachdem ich das gesehen habe, dachte ich mir, naja, das ist nur grundlegend ein großes Fehler des Standardisierungs. Und alle Leute haben das mitbekommen und haben etwas anderes implementiert. Etwas Besseres. Aber wenn ich das mir wirklich angeschaut habe, den ganzen Quellcode, dann ist das wirklich, was sie machen. Keine Ahnung, was die tun. Wenn man jetzt die Verkäufer, zum Beispiel MediaTek, es wurde auch mal Railing genannt, dann haben sie genau diesen Zufallszahlengenerator implementiert. Genau wie spezifiziert, mit ein paar Änderungen, und diese Änderungen machen es noch schlimmer, machen es noch schwächer. Sie haben auch eine gute Entscheidung getroffen, da werde ich gleich drüber reden. Dann ist da Broadcom, der Zufallszahlengenerator, den Sie benutzen, ist abhängig von dem Betriebssystem, das benutzt wird. Dann ist da noch Open Firmware, das ist ein gutes Beispiel für ein Embedded Device. Die benutzen eine Version von Linux, und die benutzen es ordentlich mit DevRandom. Wir haben kurz geraten, welche Implementationen Broadcom benutzen, und wir sind nur einfach mal durch die Stadt gefahren und haben geschaut, was für Hotspots da sind, und wir haben geschaut, ob MediaTek oder Broadcom benutzt wird anhand des Fingerabdrucks des Beacons. In einem anderen Paper wird das beschrieben. Also ich habe einen sehr, sehr groben Schätzwert gesammelt, dass vielleicht maximal 25% der Netzwerke angegriffen werden können. 5 oder 10% könnten mit ähnlichen Angriffen angegriffen werden. Dieses sind sehr häufige Netzwerke, und das könnten Sie vielleicht sogar in der Praxis benutzen. So, zuallererst lass uns die erste Implementation von MediaTek näher anschauen. Was haben Sie gemacht? Zuallererst haben Sie den Schlüsselgeneration so implementiert, wie der Standard es vorschlägt. Also nur Beispiel, das ist diese Konstruktion, wir haben zwei Variablen, eine, die geheim ist, und die andere, die öffentlich sein kann, und dann wird ein Hash gemacht, und davon wird der Output benutzt. Sie verbessern das ein kleines bisschen, sie machen etwas, das gut ist, und zwar, wenn sie einen neuen Gruppenschlüssel generieren, anstelle den Counter um 1 zu erhöhen, erstellen Sie einen komplett neuen Zufallszahl für den Counter. Und das ist eine sehr gute Idee, weil Sie neuen Zufall hinzufügen, immer wenn ein neuer Gruppenschlüssel generiert wird. Aber der Masterschlüssel, der wird nur beim Boot gesammelt oder erstellt. So, wir wissen jetzt, wie dieses Konstrukt funktioniert, und jetzt ist die Frage, wie implementieren Sie diesen Zufallszahlengenerator, und können wir daraufhin
einen Angriff fahren. Und das ist jetzt der schlechte Teil ihres Angriffes. Sie haben benutzt nur Clock Jitter, um Zufallszahlen zu generieren. Und insbesondere benutzen sie den Jiffy-Counter des Linux-Kernels. Der Jiffy-Counter ist etwas, was jeden Tick erstellt wird, nicht jeden Prozessor-Tick, aber jeder logische Tick. Und dazu komme ich später. Dieser Zufallszahlengenerator ist relativ schlecht und das ist gut für uns, weil, oder zumindest ist es für uns als Angreifer, weil wir nur den Gruppenmaster-Schlüssel generieren müssen und diesen Zufallszahlengenerator oder die Gruppen-Nans. Wenn wir die beiden erraten können, können wir den Gruppenschlüssel derivieren oder erraten. Lass uns diesen Zufallszahlengenerator angreifen. Er benutzt diesen Jiffies als Zähler und das Problem, diese Jiffies sind im besten Fall Millisekundenzeiten und das ist ziemlich niedrig. Das ist sehr niedrig. Das bedeutet, praktisch ist dieser GM-Key, der beim Boot generiert wird, ist normalerweise immer derselbe Werte, zumindest sehr ähnliche. Also praktisch ist der GMK 200, vielleicht 300 mögliche Werte. Also zumindest, wenn sie einen... Ich habe das bei meinen Geräten auch ausprobiert und für ein spezielles Gerät, für eine spezielle Firmware-Version, dann hat man eine sehr geringe Anzahl von Möglichkeiten. Natürlich, wenn sie eine andere Firmware-Version laufen haben bei ihnen, dann könnten ein paar andere Sachen beim Bootprozess funktionieren, die diese Zeit, wo dieses Wert gesammelt wird. Aber wenn sie die Implementation, die sie angreifen, kennen, dann haben sie sehr wenige möglichen Werte. Die zweite ist, man muss diese G-Nonce-Value erraten. In den meisten Routern ist der Gruppenschlüssel jede Stunde erneut generiert. Das heißt, die G-Nonce-Value wird auch jeden Wert neu generiert. Das heißt, wir müssen die Uptime des Routers erraten, um die Jiffy-Values zu reduzieren. Und wie kriegen wir die Uptime des Routers heraus? Die Uptime ist im Beacon des meisten, fast aller Routers veröffentlicht. Das heißt, wir müssen nur die Beacons abfragen und dann können wir die Uptime des Routers erraten. Dann können wir die Zeit, wo dieses G-Nonce erstellt wurde, erraten. Um einen erfolgreichen Angriff durchführen zu können, müssen wir einen verschlüsselten Broadcast- oder Multicast-Adresse haben. Wir müssen außerdem ein paar Beacons haben für die Uptime und dann können wir eine Suche durch den ganzen Schlüssel-Space machen. Und wir haben das gegen unsere eigenen Router durchgeführt, das ist dieser. Und hier haben wir bemerkt, wir haben das ein Programm implementiert, das auf der GPU läuft, OpenCL, um hinzukriegen, dass es effizient funktioniert. Und wir haben gemerkt, dass die GPU in meinem Laptop, das ist eine ganz normale Standard-GPU, sie können deutlich bessere haben oder mehrere. Sogar auf meinem Laptop habe ich den Schlüssel innerhalb 3 bis 4 Minuten gekriegt. Ja, danke schön. Also da gehen wir jetzt davon aus, dass der Router ein Jahr lang an war. Und wenn der Router ein Jahr lang an war, dann gibt es eine Menge Clock-Drift. Wenn ich jetzt also in ein paar Minuten diesen Angriff zeige, dann wird die Zeit, werde ich es noch schneller knacken können, weil es weniger Clock-Drift gab. Seitdem ich das letzte Mal gemacht habe. Das ist also ein Worst-Case-Schätzung. Wenn man ein ganz spezielles Device angreift, wenn man die Firmware nicht kennt, dann muss man einen größeren Schlüsselraum, den man durchsuchen muss. Am Ende hat man sowohl den Master Key wie auch den Schlüssel, wie den Gruppenschlüssel. So, jetzt habe ich hier eine Demo geplant. Demos mit Wi-Fi sind immer risikoreich, vor allem in Situationen wie dieser. Drücken Sie mir die Daumen. Also jetzt schauen wir erstmal, ob wir den Bildschirm irgendwie... Okay, gut, jawohl, das haben wir jetzt auf dem Bildschirm.
Ich habe es hier, also ein Wi-Fi-Device, was im Monitor-Mode läuft, und ich habe ein Skript, was alle Frames mitschneidet, die der Router schickt. Ich habe das jetzt schon in den Monitor-Mode mal geschaltet. Ne? Das ist dieses Skript hier. Das. Und jetzt werde ich mir Pakete mitschneiden, die vom Router kommen. Ich habe jetzt ein kleines Python-Skript geschrieben, was das macht. Das führen wir jetzt mal aus und schneiden mal ein paar Pakete mit. So, ihr könnt sehen, also es werden hier Pakete mitgeschnitten, aber es wird nichts empfangen. Naja, das ist normal, weil der Router ist noch gar nicht an. Also schalten wir mal den Router an. Das haben wir natürlich jetzt so gemacht, um das wirklich zu demonstrieren, dass es echt ist. Das war Absicht. Jetzt bootet der Router in ein paar Sekunden, schickt dann die Beacons, und davon können wir die Uptime des Routers halt rausholen. Jetzt wartet es auf das erste verschlüsselte Paket, Broadcast-Paket. Eine Grenze des Angriffs ist es. Ah, okay. Wir haben so lange gewartet, bis der Laptop sich connected hat. Solange niemand verbunden ist, gibt es natürlich keinen Traffic. Also erst wenn es einen Client gibt oder wenn der Router einen Broadcast-Frame rausschickt mit dem Broadcast, der mit dem Broadcast-Key verschlüsselt ist, dann gibt es nichts zu entschlüsseln, gibt es keine Daten. So, jetzt haben wir also einen Frame mitgeschnitten. Dann schauen wir uns das Capture-File mal an. Wie ihr seht, gibt es also eine Menge Beacon-Frames, die mitgeschnitten wurden. Da gibt es ein Feld, das heißt Timestamp. Und naja, daraus können wir die Uptime erraten. Es ist also sehr, sehr nah bei Null. Und jedes Mal, wenn es halt sich erhöht, dann können wir daraus die Uptime des Routers erraten. Am Ende des Captures gibt es dann das Broadcast-Paket, um das es uns geht, das wir dann auch gerne entschlüsseln wollen. Wie ich schon gesagt habe, das läuft auf der GPU. Gut, das muss ich also erstmal die GPU enablen, anschalten. Jetzt werde ich also die MediaTek-Implementierung angreifen und mit dem Capture, den ich gerade durchgeführt habe. Jetzt wird das File durchsucht und geparsed, schaut sich alle Netzwerke an, die wir hatten. Ich hatte das schon so eingestellt, dass ich nur mein eigenes Netzwerk capture und nicht alle anderen Netzwerke, die hier so rumfliegen. Und wie ihr seht, versucht es jetzt den Group Master Key vorherzusagen. Und es weiß, dass die. Ja, also die wurden geschätzt auf diese Werte. Jetzt fragt man sich, warum sind die Jiffies denn so hoch? Fangen die nicht bei Null an? Das ist ganz interessant, meiner Meinung nach, denn der Linux-Kernel startet bei minus 5 Minuten, was die Jiffies angeht. Warum macht er das? Naja, weil wenn man also irgendwie ein Entwickler ist und einen Bug eingebaut hat, wenn der Counter auf Null überläuft, dann werde ich das sehr schnell, diesen Bug, entdecken. Das erklärt, warum die Zahl so hoch ist, obwohl wir den Router gerade erst angestellt haben. So, jetzt seht ihr also, dass wir den Group Key also erfolgreich gefunden haben und das Paket tatsächlich sogar entschlüsselt wurde. Das hat also funktioniert. Es hat auch das entschlüsselte Paket in einen File geschrieben. Schauen wir uns das mal an, damit wir auch den Beweis haben, dass es funktioniert hat. So, und hier kann man also sehen, das entschlüsselte Paket, das war ein ARP-Paket, und man sieht, dass das tatsächlich korrekt vorhergesagt wurde, der Gruppen-Key, um dann dieses Paket zu entschlüsseln. Applaus. Okay, jetzt wieder zur Präsentation. Okay. I will have to go through these slides again, probably. Haben wir diese Folien? Okay. Okay, so that was the demo. Das war die Demo. Demo Gods, vielen Dank, dass es funktioniert hat.
So, nochmal zurück zu den anderen Herstellern. Broadcom ist abhängig vom Betriebssystem, das Sie benutzen. Insbesondere, wenn Sie Linux benutzen, dann implementieren Sie die Gruppenschlüsselhierarchie genauso wie im Standard spezifiziert, aber Sie holen einfach Zufall von /dev/u-random. Das ist sehr viel besser als die Zufallszahlengeneratoren, die im Standard vorgeschlagen werden. Aber vor ein paar Jahren war ein Paper, das über Peace und Cures, und sie zeigen, dass insbesondere bei Embedded-Geräten und auf älteren Linux-Kernels /dev/u-random erratbar ist. Das heißt, in besonderen Geräten ist /dev/u-random erratbar und damit könnten alle Gruppenschlüssel geraten werden. Aber wenn Sie einen neuen Linux-Kernel benutzen, sollte das nicht mehr ein Problem sein. Aber weil viele dieser alten Router einen sehr alten Kernel benutzen, könnte das immer noch ein Problem sein. Ich habe das jetzt nicht näher ausprobiert, aber in deren Paper meinen sie, dass /dev/u-random nicht optimal ist für ältere Kernel-Implementationen. Diese Implementation läuft auch auf VxWorks und VCOS. Für die Leute, die diese Betriebssysteme nicht kennen, VxWorks und VCOS sind beide Echtzeitbetriebssysteme. VxWorks ist proprietär, es wird in Aerospace benutzt, zum Beispiel beim Marslander oder SpaceX. Es wird aber auch in Drohnen verwendet und natürlich in einigen Routern bzw. Access Points. Dann gibt es noch ECOS, das ist das Ähnliche, ist auch ein Echtzeitbetriebssystem, aber es ist Open Source und es wird auch von Airspace benutzt und Militär in einigen Situationen. Aber wir fokussieren darauf, dass es im Router funktioniert oder als Zugang Access Point. Wir sehen, dass in diesem Fall Broadcom wieder den Standard-Gruppenschlüssel implementiert und vor Zufallzahlen werden, nimmt es einfach den MD5-Hash der aktuellen Zeit in Mikrosekunden. Also wieder, das ist kein guter Zufall. Überhaupt kein guter Zufall. Das ist noch ein weiterer Nachteil von Ihrer Implementation. Sie benutzen diesen öffentlichen Counter im Handshake, in dem Vierweg-Handshake, mit dem Sie mit dem Netzwerk verbinden. Das ist okay, das ist nichts falsch damit, aber es macht es deutlich einfacher für uns als Angreifer, weil wir den Wert, der hier im Handshake benutzt wird, und der im Gruppenschlüssel wird nur ein bisschen davon weg sein. Das heißt, das Einzige, was wir erraten müssen, ist der Gruppenmasterschlüssel. Und wenn Sie den Gruppenmasterschlüssel haben, dann können wir wieder den Gruppenschlüssel erraten. Ein üblicher Router, der da mit Probleme hat, ist der WRT54GV5. Nur mit V5 oder höher, weil dann der JSWorks-Kernel benutzt wird. Wenn Sie eine Version 4 oder niedriger haben, dann läuft der Linux. Und wenn Sie DDWRT darauf laufen lassen, dann ist es natürlich kein Problem. Aber wenn Sie Version 5 von diesem Gerät oder höher haben, dann könnten Sie damit ein Problem haben. Unglücklicherweise hatte ich nur eine ältere Version von diesem Router zu Hause, also habe ich diesen Angriff simuliert, wieder mit OpenCL und sogar mit sehr geringen Vermutungen vermute ich, dass 4 bis 5 Minuten auf meiner GPU benutzt wird, um diesen Schlüssel zu brechen. Und sollte jetzt meine Simulation nicht perfekt sein, dann könnte sie eine stärkere GPU benutzen und können es immer noch in dieser Zeit herausfinden. Der MD5 der aktuellen Zeit in Mikrosekunden, das ist nicht ausreichend, um dort ausreichend Zufall zu finden. Das sind diese beiden Implementationen und dann haben wir noch zwei andere Beispiele. Der erste ist Open Firmware und der zweite ist Host APD. Open Firmware ist im Endeffekt ein einfaches Open-Source-BIOS-System und was wirklich überraschend war, war, dass während des BIOS haben sie sehr geringe Wi-Fi-Zugehörigkeit, auch als Client. Sie können sich aber mit einem WPA2-Netzwerk verbinden. Das wäre sehr überraschend, dass ein BIOS
WLAN unterstützt, aber sie unterstützen es. Ich muss jetzt sagen, dass sie nur die Client-Funktionalität implementieren und keine Access-Point-Funktionalität haben. Also generieren sie keinen Schlüssel, aber sie benutzen einen Zufallszahlengenerator, um andere Werte zu benutzen und für den WLAN-Handshake und unter anderem benutzen sie sehr einfache Methodologie. Sie nehmen die Menge von Text, der funktioniert ist, machen einen Linear-Generator, der eine deterministische Funktion und das wird als Zufallszahlengenerator benutzt. Und dieser Wert wird gehasht, um einen ausreichend langen Output zu bekommen. Und das ist auch sehr einfach zu erraten. Und wir inkludieren dies, weil das ein sehr gutes Beispiel dafür ist, was für ein Beispiel in einem Embedded-Gerät läuft, wo kein ordentlicher Kernel ist, wo kein Zufallszahlengenerator ist. Es gibt keine Libraries, um Zufallszahlen zu generieren. Es gibt keinen Kernel, der es für uns tut. In diesen Beispielen werden teilweise sehr schlechte Methoden benutzt. Am Ende der Präsentation werde ich einen Weg zeigen, wo sogar in solchen Situationen in Embedded-Geräten gute Zufallszahlen generiert werden können. Als letztes Beispiel ist HostAPD. Das ist das am weitesten verbreiteten Access Point bei Linux, zum Beispiel bei Android, wenn Sie dort Ihren Hotspot verwenden. Und die haben eine sehr gute Implementation. Sie implementieren den Gruppenschlüssel, sie erweitern es, um Zufall hinzuzufügen, jedes Mal, wenn ein Gruppenschlüssel generiert wird, das ist sehr gut. Und noch besser, lesen Sie von /def random, während es bootet, und wenn da nicht ausreichend Zufall ist, dann wartet es einfach, bis der erste Client verbindet, und dann versucht er nochmal von def random zu lesen. Und wenn da immer noch nicht ausreichend Zufall vorhanden ist, dann wird einfach die Verbindung abgebrochen. Also, wenn Sie HostAPD benutzen, dann sollte alles gut sein. Natürlich, wenn der Kernel und alles andere ordentlich so funktioniert, wie es soll. So, das ist, wie wir unser Gruppenschlüssel erraten können. Jetzt werden wir darüber reden, wie wir, das ist der zweite Hauptteil der Präsentation, wie wir diesen Gruppenschlüssel benutzen können, um Traffic hinzuzufügen und zu deschlüsseln. Also, wie wollen wir ein Unicast-IP-Paket verschlüsseln, um es zum Client zu senden? Die Standard-ID ist, wir haben unser IP-Paket hier, wir packen das in ein Broadcast-WLAN-Frame. Hier haben wir den WLAN-Header. Wir haben Flags in dem Header, die sagen, hey, das ist ein Broadcast-Frame, das soll zu einem Client gesendet werden und der Empfänger ist die Broadcast-MAC-Adresse. Weil der Empfänger die Broadcast-MAC-Adresse ist, wird alles damit verschlüsselt mit dem Gruppenschlüssel. Aber das funktioniert nicht, weil der Client merkt, dass dieser Unicast-IP-Paket empfangen wird von einer gruppenadressierten WLAN-Schlüssel, WLAN-Frame. Das ist der 196-Check, sollten alle Pakete senden, der auf eine gruppenadressierten Link-Layer gesendet wird, aber zu einer Unicast-IP-Adresse. Diese Methode funktioniert nicht. Aber wie können wir diese Technik umgehen? Naja, was wir jetzt verstehen müssen, ist, dass dieser Angriff funktioniert, wenn ein Link-Layer-Paket auf ein Netzwerk-Layer weitergegeben wird, wo Unicast-IP-Adressen verwendet werden. Und ein Zugriffspunkt funktioniert nur auf dem Link-Layer. Also wenn wir jetzt den Access-Point missbrauchen können, dann könnte dieser Check umgangen werden. Also lass uns mal kurz die Technik erklären. Wir haben ein Netzwerk mit dem Anzugreifenden und dem Angreifer, der dem Client ein Paket senden möchte. Und was der Angreifer macht, ist, er sendet dieses IP-Paket zum Access-Point. Wieder haben wir unsere IP-Paket hier.
Und wir machen einen komplexeren WLAN-Header, der sagt, dieses Grid-Frame, dieses Broadcast-Frame wird zum Access-Point gesendet und der nächste Angreifer, Empfänger ist der Broadcast-MAC-Address, aber die endgültige Adresse ist des Opfer. Und wenn der Access-Point dieses Frame bekommt, dann wird er, merkt er, jupp, es ist für mich, ich werde den Gruppenschlüssel benutzen, um es zu entschlüsseln, alles in Ordnung. Dann merkt es, während es noch auf dem Link-Layer ist, oh, aber die Endadresse ist das Opfer. Also werde ich dieses Paket an das Opfer weiterleiten. Und der Access-Point hat natürlich die Session-Keys von dem Client, von dem Opfer und wird einfach dieses IP-Paket nehmen, das mit den Session-Keys benutzen und zum Opfer senden, für uns. Und jetzt, wenn das Opfer dieses Paket empfängt, scheint alles in Ordnung. Wir haben unsere Unicast-Empfangsadresse, Unicast-IP-Adresse, ist ordentlich verschlüsselt, alles in Ordnung und der Angriff funktioniert. Der zweite Teil ist, dass wir auch Pakete entschlüsseln können. Die Idee dahinter ist sehr einfach zu erklären. Wir senden einen ARP-Poison auf den Router, dass die Adresse von dem Gateway Broadcast MAC Adressen sind. Und dann der Router auf dem Client sendet die Adresse für den Client über eine Broadcast Adresse und da wird ein Gruppenschlüssel, den wir haben, benutzt und wir können diese Pakete lesen und dann senden wir das weiter an den Client, sodass der da nichts merkt. Wie können wir das hier umgehen? Die allererste Methode ist, wenn das Access Points einen Broadcast Frame empfängt, mit einem Unicast Final Endziel, sollte das nicht weitergeleitet werden. Eine noch bessere Methode ist, dass in einem Infrastrukturnetzwerk, nicht unbedingt in einem Mesh-Netzwerk, aber ein Infrastrukturnetz haben, wo ein Access Point existiert, dann sollte der Access Point Frames empfangen, die an eine Broadcast-MAC-Adresse gesendet werden. Und damit sind diese ganzen Probleme umgangen. Und ich würde jetzt sagen, dass der Angriff der spaßigste Teil der Untersuchung war und jetzt möchte ich einen theoretischen Angriff gegen einen Handshake, der benutzt wird, wo wir eine Benutzung von ETC4 erzwingen können. Okay, also zunächst einmal erklären wir jetzt schnell, wie der Handshake funktioniert. Also wir haben hier den Client, der heißt manchmal auch Supplikant. Und dann haben wir den Access Point. Am Anfang ist es also ganz einfach. Der Access Point gibt immer wieder Beacons raus. Diese Beacons geben die Features des Access Points raus. Zum Beispiel, ob es ein 802.11 Access Point ist oder ob es AC unterstützt. Und es unterstützt auch die unterstützten Verschlüsselungsverfahren des Netzwerks. Also zum Beispiel, ob es WPCAP kann oder ISCCP kann. Der Client wird sich dann eins der Verfahren raussuchen und sendet eine Assoziierungsanforderung. Und dieses Paket sagt im Netzwerk dann eben, ich möchte das Netzwerk joinen. So, dann gibt es eine Reply dazu und da kommt dann ein zufälliger Nonce zurück. Der Access Point macht auch einen Random Nonce. Die sind gegen Replay-Attacks gedacht, gegen Replay-Angriffe. Danach hat man dann Session-Schlüssel. Jetzt haben wir also den A-Nonce und den Supplikant-Nonce. Das ist das gleiche wie der Client-Nonce. So, nachdem Sie also die S-Nonces ausgetauscht haben, können Sie die Sitzungsschlüssel dann ausrechnen. In der ersten Stufe des Handshakes können wir jetzt sicher gehen, dass es keinen Angreifer gab. Und der Access Point schickt auch den Group Temporal Key, den temporären Schlüssel. In der dritten Message gibt es auch eine authentisierte Schlüsselliste. Das ist gegen Downgrade-Attacks. Bei einem Middle-Attack zum Beispiel, wo der Attacker sagt, ich unterstütze nur die alte Methode, dann würde dann der Client mit dem TKIP sich verbinden. Aber der echte Access Point da hat ja die echte Cipher-List, die mit den Netzwerkschlüsseln verschlüsselt ist.
Da kann der Angreifer diese Liste nicht verändern. Und der Client würde merken, würde den Downgate-Attack merken, weil er das gegen die Cipher-List matchen kann. Das Problem mit diesem Design ist, dass der Group Key hier eben übertragen wird, und zwar bevor der Downgrade-Attack überhaupt verhindert werden kann. Also was kann ein Angreifer machen? Der Angreifer kann also einen Access Point aufstellen, der Beacon-Messages ausstrahlt und er sagt, ich mache nur TKIP. Und der Client verbindet sich dann halt mit WPTKIP. Und dann, wenn der Group Key rausgeschickt wird, dann ist er mit RC4 verschlüsselt. Hätte AES verwendet, wäre das verwendet worden, dann wäre alles in Ordnung gewesen, aber in diesem Fall wird eben RC4 verwendet, wenn wir diesen Angriff machen. RC4 ist natürlich ziemlich schlecht. Also hier für die Kryptographen unter uns ganz schnell, RC4 ist ein 16-Byte-Initialisierungsvektor und ein 16-Byte-Sicher-Schlüssel. Die ersten 256 Bytes von dem Schlüsselstrom werden verworfen. Das ist ein etwas komisches Konzept. Also ich werde das mal intuitiv erklären, wo das Problem liegt. Ja, man sieht hier also eine Grafik, die sozusagen das RC4-Verhalten in diesem Fall zeigt. Normalerweise, wenn man diese Art von Graphen für ein sicheres Schlüsselverfahren machen würde, wäre das komplett weiß. Was zeigt uns also diese Grafik? Naja, also nehmen wir mal an, wir sind bei Keystream Position 300 und ich habe einen Wert von 90, dann sehe ich hier einen blauen Punkt. Was bedeutet der blaue Punkt? Der blaue Punkt bedeutet, dass das Keystream Byte bei Position 300 etwas weniger, also es ist etwas unwahrscheinlicher, dass der Wert 90 drin ist. Das sollte eigentlich gleich verteilt sein. Mit einem gescheiten Cipher wäre das gleich verteilt. Da wäre jeder Wert gleich verteilt, jeder Wert gleich wahrscheinlich. Aber die blauen Punkte zeigen uns, dass manche Werte eben weniger, und die roten Punkte zeigen uns, dass andere Werte wahrscheinlicher auftauchen. Das hängt alles mit dem Initialisierungsvektor zusammen, der verwendet wird. Also was Sie jetzt da ihr mitnehmen solltet, dass mit RC4 manche Schlüsselwerte halt weniger auftauchen als andere. Das können wir im Angriff verwenden. Wenn man jetzt also einen ähnlichen Angriff fährt, wie das, was gegen SSL und HTTPS gemacht wurde, dann ist es zwar jetzt theoretisch, weil das 50 Jahre lang dauern würde, diesen Attack durchzuführen, weil wir sehr, sehr viel mitschneiden müssen. Und das braucht bei einem Wi-Fi natürlich sehr, sehr lang, aber natürlich werden Angriffe immer besser. Also vor ein paar Wochen habe ich einen Trick gefunden, um diese Handshakes öfter durchzuführen. Und also ich denke, das bringt die Zahl um Faktor 2 oder 3 nach unten. Wir können wahrscheinlich diesen Wert von 50 Jahren weiter und weiter runterbringen. Also wir sollten uns merken, kryptografisch gesehen ist RC4 gebrochen und man sollte es nicht mehr verwenden. Die Gegenmaßnahme ist, dass wenn man ein Netzwerk daheim hat, und dann sollte man WAP-TKIP disablen, also daheim die WPA-TKIP nicht verwenden. Man muss das manchmal explizit konfigurieren, dass AES verwendet wird. Und damit ist man gegen diesen speziellen Angriff gefeit. Der letzte Part der Präsentation ist jetzt eine ganz kurze Empfehlung darüber, wie man den Zufallszellengenerator denn verbessern kann. Wir möchten schauen, dass der Zufallsgenerator auch auf Embedded System gut funktioniert, wenn es keinen Kernel gibt, wo wenig Zufall gesammelt werden kann.
Naja, also was wir beobachtet haben, ist, es gibt einen Wi-Fi-Chip und der kann ja nun alle Wi-Fi-Signale mitschneiden. Also warum sollte man nicht einfach aus diesen ganzen Wi-Fi-Mitschnitten sich den Zufall erholen? Warum sollte man sich nicht Zufall aus dem Hintergrundrauschen holen? Tatsächlich haben wir ein Gerät gefunden, dieses hier. Das hat eben das sogenannte Spectral Scan Feature. Und das heißt, dieser Chip, der kann also eine Menge Samples des momentanen Wi-Fi-Background-Hintergrundrauschens sich holen und kann eine riesige Anzahl von Samples pro Sekunde erzeugen. Der Nachteil ist, das kostet relativ viel Energie. Also man kann es nicht sehr lange machen. Aber wir haben das also mal implementiert, diese Idee, um tatsächlich Zufall aus dem Hintergrund Rauschen zu holen, aus dem Wi-Fi-Kanal, und haben dann da statistische Tests gemacht und unsere Resultate sind sehr vielversprechend. Es ist tatsächlich möglich, aus dem Hintergrundrauschen Zufall zu extrahieren. Das ist nur ein Vorschlag. Wir müssen da noch weiter forschen, aber wir denken, dass Access Points ein Feature zur Verfügung stellen sollten, wo dann diese Zufälligkeit exportiert werden kann und verwendet werden kann, um den Random Pool im Kernel zu verbessern. Damit komme ich zum Ende meines Vortrags. Es gibt hier einige Lessons, die man lernen sollte. Wenn Sie einen Zufallszahlengenerator haben, denken Sie immer daran, die Qualität des Outputs zu generieren. Und wenn Sie einen Standard erstellen, bitte schreiben Sie da keine richtig schlechten Standards rein. Was drin steht, sollte gut sein. Ansonsten externe Quellen benutzen, da referenzieren, wo das besser funktioniert. Und um dagegen zu verschützen, wo wir allen Verkehr aus dem Netzwerk entschlüsseln können, sollten Access Points alle Frames ignorieren, die von einer Broadcast-MAC-Adresse kommen. Und sollte zumindest nicht Unicast-Frames weiterleiten, die auf einer Broadcast-Adresse gesendet werden. Und zu guter Letzt, das Protokoll, das jetzt im Handshake benutzt wird, sensitive Daten nicht senden, bevor Downrate-Attacken möglich sind. Das beendet dieser Vortrag. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, bitte fragen Sie die. Danke, Marty. Wir haben noch ein paar Minuten frühe Fragen. Das heißt, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, bitte gehen Sie vorne zu den Mikrofonen und stellen Sie Ihre Fragen. Zwei Fragen aus dem Internet. Die erste: Könnten Sie sich vorstellen, dass WPA2 mit Pre-Shared Key, kann das immer noch sicher sein? Wenn der vorher ausgeteilte Schlüssel gut und nicht zu raten ist, dann funktionieren diese Dictionary-Angriffe nicht mehr. Aber sie haben immer noch das Problem mit den Gruppenschlüsseln. Und diese Gruppenschlüssel, die schlecht generiert werden, das ist Teil von Enterprise-Netzwerken und Netzwerken, die einen vorhergeteilten Schlüssel benutzen. Aktuell glaube ich, dass der Handshake, der in WLAN benutzt wird, verbessert werden kann. Also wenn Sie einen vorher geteilten Schlüssel benutzen, vermute ich, dass es nicht so stark ist wie ein Enterprise-Netzwerk, wo Sie ordentliche Credentials haben. So ein Enterprise-Netzwerk ist in den meisten Fällen sicher. Aber als Standardbenutzer, wenn Sie einen komplexen, vorher ausgeteilten Schlüssel haben, dann ist immer noch alles in Ordnung. Für das ARP-Spoofing, haben Sie da sich überlegt, ob Sie ARP-Offer verwenden können? Ich glaube, das ist, was wir benutzt haben, um den Zugang vom Client vergiftet haben. Also wir haben die ARP-Pakete an alle Connections mit dem Router gesendet. So you basically broadcast the ARP entry to anybody on the network. Also Sie können auch ARP Einstufungen zu alle schicken, also nicht nur an den einen Client.
Ja klar, man kann es zu allen Clients senden. Man kann sagen, hey, ich möchte Traffic zu diesem Client senden oder zu allen. Ich habe mir das noch nicht detailliert angeschaut, aber ich weiß, dass es funktioniert, wenn man einen Client angreift. Wenn man einen anderen angreifen möchte, kann man denselben Angriff nochmal fahren. In Bezug auf Ihr Problem, mit dem, dass der Access Point Broadcast Packet und Unicast Pakete weiterschickt, ist das ein Standardverfahren? Machen das alle Implementierungen oder nur manche? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht genau, was der Standard sagt. Was ich weiß, ist, dass nicht mal alle Implementationen diesen 196-Angriff implementiert werden. Da können Sie den Clients direkt Frames senden, ohne den Access Point zu missbrauchen. Ich glaube, dass diese Idee-Pakete Forwarding irgendwo im Standard genannt wird. Ich glaube, da haben Sie einfach nicht drüber nachgedacht. Aber ich vermute, dass die meisten Implementationen zu diesem Forwarding-Angriff problematisch sind. Ich wäre überrascht, wenn einzige Hersteller dagegen sich geschützt hätten. Möglich, aber unwahrscheinlich. Letzte Frage. Gut, keine Frage mehr. Also nochmal vielen Applaus für